zur Operation. Wollt ihr wissen, kurz bevor wir hier anfangen? Meine Damen und Herren, erstmal zur Operation. Ihr habt's mitgekriegt? Eins im Chat. Wer hat's mitgekriegt? Mir wurde unten hier, ich hab's gerade eben gezeigt. Ich kann euch ja zeigen, das ist ja keine Twitch-Bahn-Gefahr. Hier, da wurde ein bisschen geschnitten an mir, wie immer. Ihr kennt's, alle zwei Jahre ist eigentlich bei mir, dass ein bisschen was Hautkrebsiges weggeschnitten werden muss. Kein Problem. Das Schlimme ist jetzt nur 3 Wochen warten. Ich komm dahin. Habt ihr es gesehen, was passiert ist? Ich komm dahin. Ich geh da rein, die Alte. Die Kennedy, Kennedy. Ich sag, was kennst du mich, Alter? Ich heute Assistent. Ich denk, das ist doch die Freundin vom Kumpel von mir. Ich so, du assistierst hier nicht, spinnst du oder was? Wird hier nicht assistiert. Doch, ich assistieren, Blatt. Ich assistieren. Ich denk mir, das kann nicht sein. Ich leg mich rein in das Zimmer, hör zu. Ich leg mich rein, kommt die andere im blauen Gewand rein. Hallo, Alge, Alge, Alge. Ich sag, Alter, was so. Die andere sagt mir gerade oberkörperfrei ausziehen. Da kommt die rein, Alge, Alge, Alge. Mein Freund, ich bin 2 Stunden aus Belgien gefahren, sagt die mir. So eine kleine, braunhaarige, mit einem blauen Gewand, kommt rein. No joke, ich erzähl euch, wie es ist. Alge, 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 lacht. Ich denk, mir wird gleich alles weggeschnitten, die lacht doch so blöd. Die eine, die kenne ich, die andere kommt rein. Ich bin aus Belgien, musste mir 2 Stunden Alge anhören. Mit Burger King Krone auf dem Kopf. Lass schnell Foto machen mit Freund. Ich, oh nein. Ich wollte gerade Oberkörperding ausziehen, ne? Ich wollte es gerade ausziehen. Lass schnell Foto machen. Ich hingestanden. Ich lach so, denk mir, Alter, unangenehmer kann es nicht sein. Ich wollte mit der Ärztin alleine sein. Sagt die Ärztin, geht nicht. Ich brauche eine, die mir für holen und für bringen. Ich denke mir, ich könnte kotzen ohne Scheiß. Ich leg mich hin, zieh mich aus. Die ziehen noch so halb die Hosen runter, ne? Kennst du das? Ich sag, muss das sein? Ja, muss sein. Ich zieh drunter, ich krieg Spritze, alles, ich gucke weg. Ich merke, wie die schneidet, genauso wie beim letzten Mal, mit der Schere. Mit einer richtigen Schere. Ranz, ranz, ranz. Ich denke mir, das kann nicht sein. Wieso wollen sie es sehen? Ich, nein, ich will nicht sehen. Die macht's in Glas rein, wird untersucht, drei Wochen. Dauert das, bis vom Pathologen untersucht wird. Ich denke mir, so eine Scheiße. Die andere, die ich kenne, war doch gar nicht schlimm, Blair. Ich sag, halt doch deinen Rand. Ich lieg hier wie so ein Schwein. Ich lag da wie so ein Schwein. Ihr habt's gesehen, es war das allerletzte. Dann sagt die, wir noch nicht fertig. Ich sag, was? Noch nicht fertig. Ihr habt mich doch gerade zugenäht. Mit Nähe, mit Nadeln und mit Faden. Alles zugenäht hier. Guck's dir an. Alles wieder zugenäht. Ich denk mir, was will... Gib her! Scheiß Kronleuchter! Ich denk mir, was willst du denn jetzt noch? Jetzt kommt ganz Körperscreening. Ich denk, ah, leck mich am Arsch. Ich ins nächste Zimmer rein. Hätte ich das gewusst, hätte ich morgens noch frisch geduscht. Ich hab gestunken und gesaftet. Weißt du, wie ich gestunken habe? Ich hab nicht mal Deo drauf gehabt. Ich hab gestunken wie ein Schwein. Und dann sagt die noch, Schuhe aus, alles ausziehen, sagt die. Meine Füße, wer kennt? Du kennst doch, wenn du Füße ausziehst, ne? Bruder, vor Aufregung, morgens, weißt du, wie ich geklebt hab am Boden? Dann, die macht so Papier drunter auf dem Boden, hör zu. Die macht Papier, legt die aus am Boden, ne? Ich drauf mit dem Fuß, das ganze Papier hängt mir dran, weil ich so geschwitzt hab wie ein Schwein. Es hat geklebt wie Edamer-Käse, aber der Flüssige, wenn er verläuft im Sommer. So ein Ding war das. Dann sagt die, wir müssen ganz körperlich, bis Ärztin kommt, sie schon mal freimachen, Blair. Ich sag, was freimachen? Wie lange wollt ihr mich noch quälen? Ihr habt gerade einen halben Bauch von mir weggeschnitten. Was wollt ihr noch von mir? Die sagt, doch, muss, willst du sterben? Ich sag, nein. Dann zieh aus. Ich zieh aus. Einzige Gute, was ich hatte, war, dass ich die Philipp Plein Unterhose an hatte. Auch wenn sie vorne leicht verfleckt war. Ich weiß nicht, ob ich auf Aufregung irgendwelche Tropfen verloren habe am Morgen oder in der Nacht. Ich weiß nicht. Ich habe mich nicht frisch geduscht, nichts. Ich habe gestunken nach Schweiß. Die dreht sich einmal zum Computer. Ich mach so. Ich fange an, muss halb würgen. Oder? Ich denke mir, das kann nicht sein. Ich immer so mit Arm runter. Kommt die Ärztin rein, hör zu, hör mir zu, ich muss das hier loswerden, ich muss das loswerden, weil das brutal war. Wer kann das nachvollziehen? Einzelchat, das war übel, eine üble Nummer. Ich stehe da, nackig, hör zu, ich stehe nackig da. Die Ärztin kommt rein, so, Handschuh an, Ganzkörperscreening. Ja, die andere, die Russin noch bestätigt, jetzt wird schön geguckt, bläh. Ich sage, oh nein, die fängt an am Kopf, so macht die auf einmal. Guckt jede Stelle von meinem, pass mal auf, die so, wir müssen jede Stelle von ihrem Körper gucken. Absolut jede. Ich sag, was jede? Sagt die, ja, das wird gleich ein bisschen unangenehm. Wir müssen jede Stelle gucken. Die fängt an, Kopf, sagt, okay, Kopf gut. Sie geht ins Ohr rein. Richtig rein. Ich denk mir, oh, kannst du auch noch ertragen. Und dann kommt's, Leute. Dann machen sie mal einen Arm hoch. Ich denk mir, nein. Ich mach hoch die. Pustet kurz leicht weg, so. Holt Luft von der Seite. Ich denk mir, scheiße. Dann war der Moment gekommen, wo ich eigentlich dachte, ach, scheißegal. Was meinst du, was die alles schon gesehen hat? Weißt du, so, ist doch scheißegal, was die alles schon gesehen hat. Egal, pass auf, die macht weiter, noch nicht vorbei. Arm, die guckt so, die spreizt so. Ich war nicht rasiert, die guckt zwischen Haare. Die guckt so zwischen, bei mir rot und lockig. Wenn du nicht rasiert bist, rot und lockig. Kennst du es? Aber richtig vorher dunkelrot, ohne wie rosten, no joke. Die macht runter, alles klar. Die sagt, ja gut, okay, machen sie weiter, guckt hinten Rücken, ich denk mir noch entspannt. Sie sagt, jetzt wird's leicht unangenehm. Sie geht auf die Knie von mir.
auf die Knie, ich stehe auf dem Papier. Vor Aufregung mache ich so, Papier hängt überall. Ich mache so, Papier geht mit, die sagt, ist kein Problem, sie sind ein bisschen nervös, sage ich, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die fängt an, no joke, hör zu. Die geht so rein, runter, mein Glied zieht zurück vor und guckt unten rechts. Ich denk mir, wo bin ich hier? Die Russin kommt ins Eck, vielleicht 4 Augen besser. Sie guckt auch so, vielleicht 4 Augen besser. Ich denk, leck mich am Arsch. Das muss nicht sein. Die guckt unterm Hoden, sieht so 2 Dinger, sagt, müssen wir gleich noch ein Foto machen. Ich, ach, leck mich am Arsch, was für Foto. Ich dreh mich um, die sagt, jetzt hinten einmal, dreht sich um. Ich dreh mich um, ich dachte, das kann die. Das letzte Mal mit 6, 7 Jahren, wo mir meine Mutter ein Zäpfchen gegeben hat. Ich kann das nicht. Ein Zäpfchen, wer kennt's? 1 in Chat. Die so original so. Kratz, muss alles gucken, fährt mit dem Finger durch. Ich weiß nicht warum, hing dann auch Papier, die fährt mit dem Finger durch. Die guckt jedes Muttermal. Mit dem Kugelschreiber macht sie überall Stellen. Die fährt ja mit dem Kugelschreiber in die Ritze, weil da ein Muttermal ist. Und malt es an mit dem Kreuz. Die geht weiter, ganzer Körper, hört zu, ganzer Körper geht die weiter. Verlässt den Raum, sagt zur Russin, bitte alles einscannen. Ich denk, was? Die muss jetzt nochmal kommen. Die hat so einen Scanner wie so eine Spritze in den Arsch rein. Piep, unterm Sack die Eier hoch, piep. Und man hat's in meiner Insta-Story gesehen, sag ehrlich. Ihr habt's gesehen, ich habe einmal eine Insta-Story gemacht, wo ich einfach da stand. Und das war der Moment, wo die hinten mit dem Scanner zwischen meinen Backen ist. Und die Leute haben gleich erzählt, scheiß, ich sag original in der Insta-Story, die macht gerade Fotos von meinem Arschloch. Und die hat das gemacht, no joke. Die hat das gemacht, Fotos vom Arsch. Ich muss das aber machen. Die hat alle fertigen Dinger. Die müssen wahrscheinlich noch weiter an mir rumschneiden. Das kotzt mich an. Aber es war wichtig, das einmal zu machen. Verstehst du, was ich meine? Wer kann es nachvollziehen? Wichtig, wenn ich nicht so gestunken hätte. Das war mir unangenehm. Die wird beim nächsten Mal sagen, oh nein, Stinky kommt wieder. Der Stinky. Sieht aus wie ein Sonnenschein, aber ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist die Scheiße. Ich war nervös. Morgen um 9. Soll ich noch duschen und baden? Ich habe 2 Tage vorher mich frisch gebraust. Es muss auch irgendwann mal gut sein. Jetzt muss ich 3 Wochen erstmal warten auf die Ergebnisse vom Pathologen, ne? 3 Wochen muss ich jetzt warten. Alge.